Hallo Fotofreunde, seid ihr auch der Meinung, dass derjenige, der gesagt hat, der Weg ist das Ziel, hat Unrecht? Müsste eigentlich heißen, das Ziel ist das Ziel. Um jetzt den Weg mal ein bisschen abzukürzen, da wo wir jetzt hinfahren, beschleunige ich das Ganze mal ein bisschen. Und so schön kann Reisen sein. Und schon ist man am anderen Ende der Welt. Gleich treffen wir uns mit Jeff, einem Fotografen hier in L.A. Und der wird uns einen coolen Spot zeigen, wo ich zu faul war, den selbst zu suchen. Hoffe ich auf jeden Fall. Hallo Fotofreunde. Wir sind angekommen. Was ich gerade auch schon erwähnt habe, ist, wir fahren jetzt zum ersten Fotospot. Und ich bin natürlich nicht allein unterwegs. Ich schwenke jetzt mal rüber. There's Jeff. Jeff is a local photographer from LA, lives in Manhattan Beach, and he's so kind to show us the first photo spot for our location scout. So, where will we go now, Jeff? We're going to the Baldwin Hills Scenic Overlook for the best shot of the LA skyline. Es ist wahrer Luxus. Also, den Baldwin Park, den werden wir aufsuchen und da wird man einen der besten, ich sag mal, Übersichtsaufnahmen von Downtown LA machen. Und wenn wir Glück haben, und ich glaube, wir haben Glück, weil es kann kein Zufall sein. At which time the sun will set today? 7:20. So, check out, it's 10 to 6. And yeah, we will be there for the best. Ist total schwierig im Englisch und Deutsch. Ich bin sowieso ein sehr, sehr schlechter Englischsprecher und jetzt muss ich auch in beiden Sprachen hin und her wechseln. Die wichtige Info ist, wir werden es noch schaffen, zum Sonnenuntergang da zu sein. Bis gleich. So, wir sind jetzt auf dem Baldwin Hill Park. Hill, deswegen, weil es ein Berg ist. Und das Schöne ist, man kann hier hochfahren. Weil könnte man hier nicht hochfahren? Ich sag mal, das sind bestimmt ein paar Höhenmeter auf jeden Fall. 100, 200. Und wir Fotografen haben ja gerne immer so ein bisschen Gepäck dabei. Und dann wird das schon mal ein bisschen schwer zu tragen. Also ich wäre auf jeden Fall schon wieder durchgeschwitzt. Um 6 Uhr kann man hier hoch. Und beim Sonnenuntergang macht das zu. Und ja, die Frage ist halt, wenn man hier Nachtaufnahmen haben möchte, ob man dann hier eingesperrt wird oder ob die einen runterscheuchen. So, jetzt sind wir an dem ersten Spot angekommen. Jeff, what's the name of this park? Baldwin Hills Scenic Overlook. Yes, thanks. It's der Baldwin, boah, das Englisch-Deutsch switchen ist für mich sehr, sehr schwierig. Der Baldwin Hill Park ist das. Ja, wir parken hier. Da hinten LA Downtown. Dahinter sind Berge. Ich habe gerade erfahren, es sind nicht die Hollywood Hills, aber es sind Berge. Da vorne ist ein Luftschiff, sehe ich gerade. Und da drüben ist der Kenneth Hahn Park. Und vielleicht kriegt man da im Hintergrund noch ein bisschen mehr Berge rein. Ich werde jetzt ein paar Aufnahmen machen und ihr seht, wir können hier unten auch noch so ein paar, ich weiß nicht, was es für Blumen sind, aber auf jeden Fall ein paar Blumen mit in Anschnitt nehmen. Fahrzeug und fahren jetzt noch zum nächsten Spot und zwar zum Kenneth Hahn Park und der Jeff, der alte Halunke, der wollte das schöne Foto, also nicht das schöne, aber ich habe ein Foto gesehen, was mir sehr gut gefallen hat und es hat sich jetzt herausgestellt, dass das tatsächlich ein bisschen weiter östlich gemacht wurde und ich habe ihn jetzt überzeugt, dass wir jetzt nochmal dahin fahren. So Jeff, to which place we are going to driving now? Kenneth Hahn State Park,
which is basically across the street. What will we get for pictures from this place? Well, we'll also get the LA skyline, but okay, from a different viewpoint. And I think it's going to be a little higher. But you will have to crop the pictures because there's going to be houses in the skyline. Okay. Have we to hike uphill or no, will driving, you drive we're us? We're driving. Yes, we don't have to walk. That's good. So, wir sind jetzt hier im Kinathan Park und Jeff beteuert, er findet das nur mit dem Auto, den Weg. Deswegen fahren wir jetzt auch hoch zum Gipfel, dann braucht man nicht laufen. I just told the viewers that you told me that you are only able to find the spot by car, not when you hike. Right. I just drove to the top of the hill. Yeah, and that's fine for me. Yeah. Because I'm a very lazy guy. Uh-huh. Well, I don't mind hiking if I don't have all these cameras. Yeah. Da hinten sieht man noch ein bisschen hoffentlich den Sonnenuntergang vom Kinathan Park. Also den Spot finde ich mal richtig cool. Das Problem ist, man muss relativ frech anschneiden, weil da Häuser im... Tja, die sind da hingebaut, weil es schön aussieht. Brennweite muss man schon mindestens 200 haben. Fotofreunde. Der Vorteil ist, wenn man Jetlag hat, ist man so um 3 Uhr Ortszeit schon wach. Ne? Das haben wir mal die Not zu tun gemacht und sind in den Kinathan Park, Alec Baldwin, auf jeden Fall in den Baldwin Park gefahren, wo wir gestern mit Jeff schon waren, weil ich wollte natürlich gerne mal die Lichter ablichten. Ne? So. Und Problem ist, was ich nicht bedacht habe. Ich wollte als Motiv gerne Downtown LA haben und Downtown LA ist sehr, sehr weit weg und in LA ist schon mal gerne Smog. Deswegen stehen wir jetzt hier, sehen natürlich ein paar Lichter, aber leider nicht die charakteristische Skyline von Los Angeles. Und ich glaube, trotz der verbrannten Kalorien rücken wir jetzt wieder ab und kommen vielleicht doch noch mal abends wieder. Ich glaube, da ist man erfolgreicher. Aber ich filme euch noch mal den Abstieg, sonst seht ihr nicht, was ich gelitten habe. Treppe, die ihr da gerade gesehen habt, das ist die, wo sich die Bekloppten frühmorgens schon hoch gequält haben. Aber wir haben auch schon Sportler gesehen. Hier waren amerikanische Damen, die ja auch da mal hochgekraxelt sind. Also, wenn man einen normalen Trainingszustand hätte, also nicht so wie ich jetzt, kann man dann, glaube ich, locker in 10 Minuten mit Gepäck hoch, ohne eine Perle Schweiß zu verschenken oder zu vergeuden. Ich habe jetzt tatsächlich ungefähr 15 Kilo noch mal hinten drin gehabt im Rucksack. Also vielleicht müsste ich da auch noch mal ein Trainingsvideo machen, dass man vor Fotourlaub anfängt, ordentlich zu trainieren. Ja, meine Laune ist nicht so besonders, aber das ist eine andere Krankheit, weil ich halt noch nicht ein Foto habe, wo ich schon sage, und ich bin schon 12 Stunden hier. Das macht mich ein bisschen betroffen. Aber egal. So, ein Rätsel, was ich jetzt hier final noch nicht ergründen konnte, ist, was genau diese Parkzeichen bedeuten, also was es heißt. Da steht nämlich drauf, kein Parken von 4 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens, allerdings on Tuesday. Tuesday ist, wie wir wissen, Dienstag. Darunter steht, man darf 10 Stunden parken von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, Montag bis Samstag. Aber was ist denn jetzt vor 8 Uhr morgens? Darf ich da parken? Darf ich da nicht parken? Keine Ahnung, Grauzone. Frech, wie wir waren, haben wir es riskiert. Ja, aber ich habe euch ja schon gerade berichtet, dass wir, ich glaube nicht, dass man sieht, auf dem Berg da oben, da waren wir umsonst drauf. So. Reise. Ein Spot, den wir am Anfang der Reise schon mal aufgesucht haben. Es ist immer noch recht frisch hier in LA.
Downtown. Wir sind jetzt im Kenneth Hahn Park. Es gibt ja zwei Parks in der Nähe von Culver City. Der Baldwin Park und der Kenneth Hahn Park. Beide Parks haben folgendes Problem. Das Foto um die Uhrzeit ist okay, aber ist jetzt nicht so, wo man sagt, boah, muss man haben. Es wird kontrastreicher, wenn Lichter angehen. Beide Parks machen allerdings um 8 Uhr zu. Man kann relativ nah an die Spots ranfahren, aber es kann sein, dass man dann auf den Parkplätzen eingesperrt wird, weil da Schranken runtergehen. Von der Ostseite an dem Kenneth Hahn Park gibt es einen Fußmarsch, 15 Minuten, und jetzt sind wir eben nicht auf die Schließzeiten der Parkplätze angewiesen. Ziel war es eigentlich, hinter The Downtown LA, die, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob sie Hollywood Mountains sind, da war vor 2 Wochen noch Schnee drauf. Ob jetzt da Schnee drauf ist, weiß ich nicht, weil es ist leider heute so dunstig im Hintergrund, dass man die Berge überhaupt nicht sieht. Aber wir sind jetzt einmal hier und warten jetzt natürlich, bis die Lichter angehen, um ja, vielleicht mal aus dieser Richtung Downtown zu fotografieren. Im Vordergrund ist noch eine Häuserreihe mit drin, das lässt sich auch nicht vermeiden, aber ich glaube, diese Stelle ist tatsächlich die höchste in diese Richtung. Also wir fotografieren jetzt so aus Süden, ja, Süden ist nicht ganz richtig, wir von Südwesten Richtung Nordosten, das wird es passen. Vielleicht noch eins zur Brennweite, falls ihr das Ähnliche machen wollt, ich habe einen 150-600er drauf. Also ich finde von der Bildkomposition an dieser Stelle unter 150, da wird die Skala dann einfach viel zu klein. Ich arbeite mit dem Stativ, das ist natürlich bei dem großen Eumel relativ schwierig, zumal es auch ein bisschen windig ist. Normalerweise würde ich ja immer sagen, ich lasse ISO 100 und belichte so lange bei einer Offenblende von 5-6, mehr kann das Gerät nicht, bis das Bild ausgewogen belichtet ist, aber das kann hier in die Buchse gehen. Gerade gestern oben auch auf den Hollywood Hills, es war so windig, deswegen nehme ich hier schon mal 320er ISO vielleicht, dass ich die Belichtungszeit, dann liege ich vielleicht so bei, weiß ich nicht, einer Sekunde, 2 Sekunden. Da muss man ein bisschen gucken, mal ein bisschen tricksen, wenn vielleicht nicht gerade so eine Wow-Windböe kommt, aber dann geht das ganz gut und der ISO-Wert ist wirklich echt noch zu vernachlässigen. So, genug gequatscht, guckt euch die Fotos an.